Ich möchte mich heute mit der medialen Befassung mit dem Mord an Kreml-Kritiker Nemzow beschäftigen. Ist die Bezeichnung Kreml-Kritiker schon eine Zuweisung? Suggeriert es schon eine Schuldzuweisung in eine bestimmte Richtung? Am 1.3. titelten unsere Zeitungen, zum Beispiel die BZ, der Kreml-Mord. Eine Lokalzeitung aus Bayern wartete mit dem Titel auf Mord in Sichtweite des Kremls. Auf tagesschau.de hieß es, etwas dezenter im Text, aber bereits in den ersten Berichten, dass der Mord in der Nähe des Kreml ausgeführt worden sei, beziehungsweise auf einer Brücke, die sich unmittelbar am Kreml befindet. Mich erinnert diese Art von Berichterstattung an diejenige in den 1990er Jahren, beispielsweise über die sogenannte Mädchenbeschneidung in Afrika. Dort wurde immer wieder durch das Einstreuen von Zuweisungen auch im Grunde genommen Schuld oder Verantwortlichkeit mit suggeriert. Dort hieß es beispielsweise, der Eingriff dieser Genitalverstümmelung fand in der Nähe einer Moschee statt. Diese Praxis ist in bestimmten Teilen des afrikanischen Kontinents nach wie vor verbreitet in verschiedensten Communities und wird hier nur durch diese Zuweisung anhand einer Community kritisiert. Wir können uns alle die Frage stellen, inwiefern wir diese Praxis für ein muslimisches Thema halten und nicht für ein allgemeines, das in animistischen, christlichen und anderen Communities Afrikas ebenfalls eine kritische Rolle spielen sollte. Im Falle Nemzow geht man teilweise in der Berichterstattung so weit, dass der Eindruck entsteht, die Ermittlungen in alle Richtungen seien ein geschicktes Ablenkungsmanöver Putins. Dabei sollte man sich genau diese Ermittlungen in alle Richtungen in Deutschland und anderswo wieder wünschen, wo man durch Vertuschungen und Vorurteile oder auch Versäumnisse, beispielsweise bis heute in Sachen MH17 oder den NSU-Morden oder auch dem Oktoberfestattentat, keine schlüssigen Erklärungen vorweisen kann. Auch diese Fälle sind nach wie vor ungeklärt und sie sollten auch als solches medial behandelt werden.